herzlich willkommen auch heute wieder zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Alle, die niedergeschlagen und entmutigt sind, möchten wir heute sagen, du bist nicht alleine. Wir beten gerne für dich. Richte deinen Blick auf Jesus und gib nicht auf. Hoffe auf das, was Jesus zu tun vermag. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Heute möchte ich über das sprechen, welche Aussage kannst du heute noch glauben? Und lass uns doch dein Gebetsanliegen auch heute wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ist das nicht so? Welche Aussage können wir heute noch glauben? Es kursiert so viel in den Social Medias und so viel Informationen und so viel Konträres. So vieles, dann ein Tag wird das gesagt, der andere Tag jenes und dann wird das wieder dementiert und so weiter und so fort, dass wir nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich richtig wahr. In Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn wir das heute haben, dieses Wort hat es eine ganz große Bedeutung, weil, wie ich schon sagte, wir sind manchmal so verwirrt, da hört man irgendwo eine Verschwörungstheorie. Man fängt an sie zu glauben, weil wir sagt, ja, man sagt, das passt irgendwo alles zusammen. Ich dachte auch schon, es müsste so irgendwas sein. Dann kommt wieder was anderes, dann wird es wieder widerlegt und so weiter. Man ist richtig leid, irgendwelche Dinge zu lesen, weil sie irgendwo einen Bestand haben von manchmal ein paar Sekunden, manchmal ein paar Tage. Wenn man dann so ein Wort liest, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, ist doch das ein ganz anderes Fundament, ist so ein richtiger Ruhepol und das finden wir bei Jesus. Ja, und das ist, und ihm sollten wir glauben. Und in seinem Wort gibt es so viel Ratschläge, gibt es so viel Ratschläge, so viel, was wir tun können und was wir auch lassen sollen. Und wenn wir uns da die Kraft holen, dann sieht unser Weg ganz anders aus. Denn wenn er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben, dann ist das unser Ziel und wir dürfen nur sagen, ja, ich möchte zu dir gehören. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und das ist so wunderbar und so unkompliziert. Hey, ich danke dir dafür, für jeden, der sagt, oh ja, ich habe es leid, dass alles, was die Welt mir vorsetzt, ich möchte dein Wort nehmen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein. Ich möchte mit diesem Jesus wandeln und Herr Jesus, zeige du mir wirklich den Weg, lehre du mich die Wahrheit und danke, dass ich mit dir das Leben haben darf. Amen. Amen. Wir beten gerne für Menschen und da schreibt uns ein Mann auf Facebook. Leider plagen mich immer noch massive Rückenschmerzen, vor allem im Nacken- und Rippenbereich, die auch teils zu Schwindelgefühlen, Kieferproblemen und Beschwerden in den Bronchien führen. Zudem belasten mich Magen- und Darmbeschwerden, wo am 20. Mai eine Spiegelung ansteht. Das ist anstrengend und in gewisser Weise auch zermürbend. Bitte betet für vollständige Wiederherstellung. Vielen Dank. Und dazu noch ein weiteres Gebetsanliegen zum gleichen Thema. Habe wieder ganz starke Wirbelsäulenschmerzen bis in den Nacken, die Arme, Hände, Rücken, Beine, Füße, also auch alle Gelenke. Massage und Krankengymnastik haben kaum geholfen. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch Rückenprobleme heilt. Und du kennst jetzt diese Wirbelsäulen, die nicht funktionsfähig sind. Und wir befehlen jetzt jedem Knochen im Namen Jesu, jedem Wirbel an den richtigen Platz zu gehen und in die richtige Funktion zu kommen. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Macht größer ist wie jede andere Macht und dass diese Wirbel wieder an den richtigen Platz gehen und dass die Wirbelsäulenstellung wieder am richtigen Platz ist. Danke, Jesus, du bist der Herr und dass alle Nervenausgänge auch wieder stimmen, dass diese,
Taubheit aufhört. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der heilt, ein Gott bist, der wiederherstellt. Und ich danke dir auch für die Magen- und Darmprobleme, die verschwinden. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst, wo diese Spiegelung ist, dass nichts mehr gefunden wird. Ja. Danke, Jesus, für deine Kraft und für dein Eingreifen und für deine Heilung. Auch für alle Menschen, die uns zuhören oder zuschauen, die Rückenprobleme haben, dass alles in die richtige Stellung zurückgeht, bei jedem Einzelnen. Danke, Jesus, dass deine Heilungskraft heute noch wirksam ist. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, und schreib uns einfach dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und ein anderes Gebetsanliegen haben wir per E-Mail erhalten. Ich habe seit mehreren Wochen immer wieder angegriffene Bronchien. Es war schon wieder gut, dann kam die Pollenbelastung und damit wieder der Husten. Ich bitte euch, mit mir für vollständige Wiederherstellung und Heilung meiner Bronchien zu beten. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ja, danke, Herr, dass du jetzt auch diese Bronchien kennst. Du kennst auch die ganzen Zusammenhänge. Ich danke dir, Herr, dass das schnell vorüber ist. Danke, Herr, dass wir Heilung hineinsprechen dürfen und völlige Gesundheit, Herr, dass auch wieder ein ganz unbeschwertes Atmen möglich ist. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, durchströme jetzt, Herr, diese Person gerade jetzt, Herr, mit deiner Heilungskraft. Und alle anderen, die sagen, ja, ich auch. Ja, Herr, danke, Herr, du kennst jeden. Danke, Herr. Amen. Amen. Und noch ein Gebetsanliegen per E-Mail. Seit ich ein kleines Kind war, habe ich Probleme mit meinen Augen. Und als kleines Kind wurde ich mehrmals an beiden Augen operiert. Dies hat aber leider nichts gebracht. Und später wurde bei mir festgestellt, dass ich eine ganz seltene Augenkrankheit habe. Momentan sehe ich mit Kontaktlinsen 20%. Die Ärzte sagen, dass ich eine Hornhauttransplantation brauche. Und wie es weiter nach der OP geht, weiß keiner. Ob ich wieder sehen kann, weiter arbeiten kann. Ich danke Ihnen, dass Sie für mich beten. Oh ja, das wollen wir tun. Da kann ich gut mitfühlen. Ich habe auch als Kind nur 20% gesehen, hatte eine andere Situation und eine andere Konstellation, aber auch eine OP und ist alles richtig gut gegangen und Gott hat da auch wirklich eingegriffen, dass sogar der Arzt gesagt hat, wow, Sie brauchen eigentlich gar nicht mehr kommen, weil das hat sich so toll entwickelt. Und da wollen wir jetzt beten und da möchte ich auch Mut machen. Gott erhört Gebet. Und danke, Herr, dass du jetzt auch, Herr, in dieser Augensituation bist. Danke, Herr. Und wenn das noch so selten ist und so schwierig ist und so kompliziert ist, Herr, das ist es nicht bei dir. Und danke, Herr. Herr, wir wollen auch die Ärzte segnen, die da beraten und auch behandelnd unterwegs sind. Aber Herr, ich danke dir dafür. Herr, wir dürfen wirklich beten für 100%ige Sehkraft, auch wenn das medizinisch und Herr, irgendwo logisch gar nicht möglich ist. Herr, wir wollen es tun, wir dürfen beten und dürfen es erwarten, Herr. Und Herr, du bist der, der es kann. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wir in Vertrauen vor dir kommen dürfen und danke, dass du diese Person berührst. Amen. Amen. Ich bin immer wieder begeistert, wie Gott sich um unsere Belange kümmert. Und eine Frau schreibt Folgendes. Ich habe für die Gebetsnacht ein Gebetsanliegen geschickt. Meinem Sohn wurde wegen Eigenbedarf die Wohnung gekündigt. Gestern hat er den Mietvertrag für ein schönes Häuschen unterschrieben. Gott ist immer da. Danke vielmals für das Gebet. Welche schöne Überraschung. Statt Wohnung ein Häuschen. Und eine weitere Gebetserhörung erreichte uns. Der Herr hat in unserem Leben so gewirkt, dass mein Sohn, der seit Geburt eine spastische Behinderung hat, einen festen Arbeitsvertrag dank eurer Gebete bekommen hat. Ein großes Vergelt's Gott an euch alle. Und da freuen wir uns mit euch. Und eine Frau schreibt uns, danke für eure Gebete. Meine Atemstörungen sind wieder ganz verschwunden. Ich atme wieder ganz frei und natürlich, habe keine Luftnot mehr. Vielen Dank. Wie schön.
Ja, das ist doch so wunderbar und wir sagen euch gerne diese Erhörungen weiter. Und das ist ja, wenn jemand in der heutigen Zeit einen neuen Job bekommt oder ein Häuschen mieten kann und all die Dinge, das ist doch so was Natürliches und so was Schönes. Und Gott möchte es auch bei dir tun, was du brauchst. Hast du was erlebt? Dann lass es uns wissen auf WhatsApp. Die Nummer ist eingeblendet. Schick uns einen Text oder ein kleines Video. Wir freuen uns da riesig drüber. Ich möchte zu dem Tipp des Tages kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich sag dir, ob du jetzt vielleicht noch nicht gläubig bist oder vielleicht vorher gesagt hast, ja, Herr Jesus, ich möchte mit dir gehen oder schon Jahrzehnte gläubig bist. Der Psalm 23 ist eine wunderbare Sache. Egal, wie lange du dabei bist, nimm dir den jetzt mal vor. Und da steckt so viel drin. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führt mich zum frischen Wasser und so weiter und so fort. Lass es dir mal richtig auf der Zunge vergehen, ja, auf der Zunge vergehen und hängst dir vielleicht mal wohin, da gibt es ja Karten, da kannst du es vom Internet ausdrucken oder was auch immer. Und nimm mal Satz für Satz, weil das ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da steckt das Ganze drin und aus diesem Wort bekommst du auch heute die Kraft. Und wir freuen uns, wenn du uns weiter dein Anliegen schickst. Auch das Telefon ist heute geschaltet bis 13 Uhr. Ich möchte dir auch heute den Gebetsleitfaden empfehlen. Er ist für dich völlig kostenlos. Er hat verschiedene Gebetsanregungen drin, auch das Vaterunser ist drin und so schön auch illustriert vom Grafiker. Und es gibt dir bestimmt Ideen, wie du noch besser beten kannst. Wir schicken ihn dir sehr, sehr gerne zu. Auch möchten wir dich darauf aufmerksam machen, wir haben in der Woche, jede Woche, 17 TV-Sendungen. Du siehst eingeblendet die ganzen Sendezeiten. Auch nach der Sendung werden wir es nochmal einblenden. Schau mal rein, wir sind auf 5 Sender vertreten und wir haben gute Nachricht für dich in diesen Sendungen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.